Ich bin Rektalin, das Mass Effect 3 Special Edition für die Wii U. Ihr guckt Replay Games for You. Für die, die sich wundern, warum die Folge jetzt irgendwie unvermittelt wieder im Anfangsbildschirm anfängt. Ja, irgendwie hat sich die Wii aufgehängt mit fantastischen Störgeräuschen. Ich weiß ja nicht, ob ich das dann in einer anderen Folge drinnen lasse, weil das ist dann doch schon heftig. Muss ich mir mal kurz dann angucken. Ja, mal gucken, wo es weitergeht. Also das ärgert mich dann doch ein klein wenig. Aber lässt sich nicht vermeiden. Vor allen Dingen, ich habe auch noch keinen Reset-Button oder so gefunden. Sprich, wenn sowas vorkommt, weil sie sich nicht mehr ausschalten lässt, das Netzkabel ziehen, was ich sehr, sehr befremdlich finde. Okay. Immerhin fangen wir hier vorne wieder an. Das ist trotz allem schon mal eine gute Sache. Sobald wir die Bombe erreichen, muss ich den Auslöser umprogrammieren. Verstanden. Aber ärgerlich bleibt ärgerlich. Indianer machen keine Hatten. Verstehe. Commander, links ist dein Ausgang! Ja, das ist so eine gute Sache. Erstmal hier den Computer anmachen. Bam. 5000 fürs Computer einschalten. Meine Fresse. Die Trojaner müssen Angst vor den Kroganern gehabt haben. Sonst hätten sie so eine Waffe nicht platziert. Die Strategie ist moralisch fragwürdig, aber inhaltlich fehlerfrei. So. Ich hab schon Angst gehabt, dass der Proteaner jetzt überhaupt nichts irgendwie zuzusteuern hat, so verbal. Aber. Cerberus leistet Widerstand, aber der neue Zug rückt vor, Commander. Gute Arbeit, Lieutenant. Shepard ausschalten, das bin ich. Ich empfange eine Menge Funksprüche von Cerberus. Sie bereiten die Evakuierung vor. Das klingt gar nicht gut. Nee, müssen sie ja die Bomben unter Kontrolle haben. Thank you.
Position zu ziehen. Einverstanden, dann los! Platziert worden sein, dass der Effekt maximal ist. Ich rate zur Eile, Commander. Commander, wir sind am Bombenareal. Gehen zur Kontrollstation. Verstanden. Mit maximaler Entschlossenheit. Es war ein Fehler von Cerberus, mit der Evakuierung zu beginnen. Sie hätten erst sicherstellen müssen, dass wir tot sind. Genau. Sieht aus wie Steuerungspläne für automatische Geschütze. Helfen mir jetzt nicht, könnten später aber nützlich sein. Ja, denke ich auch. Maßnahmen haben gegen aktuelle Technologie keine Chance. Wir müssen uns beeilen! Ich bin an der Steuerkonsole, Commander. Cerberus hat vor dem Auslöser eine Firewall aufgestellt, um uns zu bremsen. Ich muss eine Überbrückung herstellen. Das dauert eine Weile. Wie gesagt, kein Auslöser, keine Explosion. Wir sorgen dafür, dass Sie genug Zeit haben, Lieutenant. Verstanden. Beginne mit Überbrückung. Und okay. Danke, dass kein Sie mir Ding. Diese Chance verschafft haben. Machen Sie es einfach richtig, Soldat. Oh, fuck. Oh, fuck. Achtung! Commander! Konzentration auf die Bombe. Wir kümmern uns um Cerberus. Wie zur Hölle sind die so weit gekommen? Ja. Niemand kommt an uns vorbei, klar? Klar! Shuttles Ausschau halten! Thank you.
Verdammten Cerberus hat den Auslöser gehackt. Sie wird detonieren. Entschärfen! Keine Zeit! Ich muss den Auslöser von der Bombe trennen. Jetzt! Brauch Deckung! Oh Mann! Mach halt! Sei ein Held! Gut. Weiter. Ich empfange Funksprüche von den kroganischen Truppen auf dem Planeten. Sie erledigen anscheinend gerade die restlichen Cerberus-Truppen. Zum Glück musste ich die Kroganer nicht über dieses Überraschungspaket informieren. Sind Sie sicher rausgekommen? Es klang so, als wäre es da unten ziemlich übel gewesen. Die Turianer haben schwere Verluste erlitten, Joker. Der Sohn des Primarchen war auch darunter. Verstanden, Commander. Joker, Ende. Den Werten nach zu urteilen, hat die Explosion nur kleinere strukturelle Schäden verursacht, Commander. Es gab dabei noch ganz andere Schäden, Edie. Ja, natürlich, Shepard. Führe erneute Bewertung durch. Der Sieg in diesem Krieg wird einen hohen Preis haben. So wie immer. Lieutenant Victus hat für etwas gekämpft, an das er glaubte. Mehr kann ein Soldat nicht verlangen. Ein guter Tod. Es gibt keinen guten Tod. Ich habe keine Lust mehr, das Gegenteil zu behaupten. Tja. Gute Arbeit auf T'Chanka, Commander. Die Entschärfung der Bombe hat einen turianisch-kroganischen Krieg verhindert. Wir können uns eine derartige Spaltung zurzeit nicht leisten. Joker meinte, die Kroganer stellen die Bombe sicher. Sie sind eingerückt und lehnen jede Hilfe von turianischen Bergungstrupps ab. Verständlich. Die Situation ist im Moment sehr anfällig. Mit Rex und dem Primarchen an Bord der Normandy sitzen sie auf einem Pulverfass. Das Bündnis zwischen den beiden ist nicht gefestigt. Bewahren Sie den Frieden, Commander. Das ist ein Befehl. Jawohl, Sir. Packet Ende. Ein weiterer galaktischer Krieg mit den Kroganern ist unmöglich. War die Genophage nicht genug? Mussten sie auch noch eine Bombe legen? Die Entscheidung wurde vor Hunderten von Jahren gefällt. Es hat sich viel verändert. Nicht genug, um uns von der Bombe zu erzählen, Feigling. Hey,